Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, wir sind hier unten immer noch am Farmen. Wie ihr seht, wir haben in der letzten Folge 5 Diamanten gefunden. Finden wir hier wieder Diamanten? Bestimmt finden wir hier wieder Diamanten. Oder nicht? Schade, schade, Schokolade. Fackel, so. Ja, mal sehen, was wir heute für eine Ausbeute haben, wenn wir hier fertig sind. Echt gespannt. Perfekt. Eisen. Ja, nice. Erstmal hier ganz kurz. Genau aus dem Grund. So. Hier ist nichts mehr, okay. Dann ganz weitergehen. Ja, wie gesagt, das mit dem Minecraft-Server ist ja mittlerweile so, dass wir einen normalen Minecraft-Server machen, ein Survival. Quasi das, was ich hier gerade in dieser Welt mache, wird das halt nur mit anderen Online-Spielern halten, also mit der Community vor allen Dingen. Ja, falls ihr da Interesse habt, mal vorbeizuschauen, könnt ihr das gerne tun. In meiner Videobeschreibung findet ihr den Link zum Discord-Server. Die IP vom Server werdet ihr bald auch unter den Videos finden. Aber da muss ich erstmal gucken, wann der Server online kommt und so, wisst ihr, dass ich da eventuell mal, ja, mal gucken. Ich suche aber nichtsdestotrotz, ich suche immer noch einen Server, wo wir eventuell auch sowas wie Bed Wars und so weiter machen. Das suche ich halt auch, ne? Ist halt ganz normal. Also das heißt, es wird halt einen Minecraft-Server geben, wo man halt einfach normal Survival machen kann. Und dann halt einen Minecraft-Server, wo man halt Bed Wars und so weiter spielen kann, ne? Das wird es halt dann auch noch geben. Aber dafür brauche ich erstmal die gewisse Community und die gewissen Mitarbeiter, ne? Die so einen Server aufbauen wollen, ne? Ne, natürlich ist es halt so, dass ich nicht nur ein Team zusammenstellen möchte. Ich möchte das halt so machen, dass ich eventuell Leute anschreibe, die eventuell schon Minecraft-Server haben und eventuell mit ihrer kompletten Community, sowohl halt auch mit ihren Server auf unseren Discord-Server kommen. Das habe ich halt vor, ne? Unter anderem ist es halt Win-Win für die und für mich, ne? Für mich ist das ein Win-Win, dass sie halt auf meinen Discord-Server sind und für die ist es ein Win-Win, dass meine Community auf deren Minecraft-Server spielen. Ne, das ist halt so.
Ja, das, was ich mir halt vorstelle. Ne? Viele verstehen das halt nicht, warum ich das so mache. Ganz einfach erklärt, was den Server dann angeht, also den Minecraft-Server selber, da halte ich mich dann raus. Das können die unter sich ausmachen, wie was, wie wo, wann die das machen und so weiter und so fort. Das ist deren überlassen dann halt. Ich bin halt quasi nur für den Discord dann zuständig und halt für die Leute, die auf den Server sind. Ich werde da logischerweise auch Let's Playen auf den Server. Ein paar Folgen würde ich da machen oder generell Folgen, ne, würde ich da machen. Ne, das ist halt klar, ne, gehört ja halt quasi auch zu meiner Community dann halt. Der Server läuft über denen, ne, ist ja klar. Die können da entscheiden, weil ich halte mich da raus, weil ich habe nicht so Ahnung, was Server angeht. Vor allen Dingen nicht Minecraft-Server. Und ich sichere mich da halt auf der einen Seite auch ab. Aus dem Grund ganz einfach kurz erklärt. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Server kaufen würde und die springen mir ab, dann ist der Server umsonst gekauft worden. Wenn die Leute dann abspringen und das ist deren Server und die sind nur mit ihrer Community auf meinen Discord-Server, ist mir das egal. Dann ist der Server nicht umsonst gewesen. Die können den Server dann, wie gesagt, weiter behalten. Es ist deren Entscheidung, ne? Wie gesagt, im Endeffekt ist das ein Win-Win für uns alle. Auch wenn die eventuell dann irgendwann keine Lust mehr haben, mit mir dann diese Kooperation zu haben. Ne? Aber da muss ich erstmal gucken, wie ich das mache mit den ah, hier ist Lava. Ja, ich muss erstmal jemanden finden, der darauf eventuell sogar Interesse hat, ne? Wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich es. Das heißt, über mir. Ach du Scheiße. Okay. Das heißt, ich kann da nicht graben. Das heißt, ich muss hier rein. Was? Okay, ja gut, dann. Ja, dann doch hier rein. Ernsthaft jetzt? Wollen die mich irgendwie verarschen? Okay, dann machen wir es anders. Da geht's nicht rein, dann gehen wir hier rein. Ist jetzt eh vorbei, sehe ich gerade. Ja, wir haben einiges gefarmt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gefällt mir, finde ich gut.
So. Nein, das war nicht hier lang, das war hier lang. Aber ich immer einfach dem alten Weg. Ja, okay, da wäre ich rausgekommen. Ja, gut. So, haben es jetzt geschafft, sind jetzt komplett raus. Ich denke mal, es wird dunkel sein. So. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hoch. Und ich habe wieder nichts gefrühstückt. Ich merke es gerade wieder ein bisschen. Na egal, ich mach's durch. Ja, Diamanten. Wir lagern erstmal unser ganzes Zeug ein, würde ich sagen. Oh, wir hatten schon mal welche. Ja gut. Ja, passiert. Egal. So, das hier kann da rein. Kohle kommt in dem hier rein. So. Die kommen da rein. Monsterzeug kommt hier rein. So. Hopp, hopp. So. Das hier kommt hier rein. Stein kommt erstmal hier mit rein. Entschuldigung, ich dachte gerade, da kommt ein Creeper auf mich zu. So, das Bruchstein alles. So, zack, rein damit. Rein damit. Rein damit. Kies, ja, gut, ne, Kies. Eigentlich unwichtig. Genauso wie das hier. So. 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 Dann ist das nur noch hier das, was weg muss. Ganz kurz. So. Zack. Dankeschön. Gold, Eisen. Ja, baller mal erstmal das Gold durch. So. Schwert ist noch voll in Ordnung. Schild, ja. Könnte ich eventuell mal ein neues machen? Schon mal vorab. Schild. 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 Schild.
Wie macht man nochmal ein Schild? Ich weiß es nicht. Hä? Wie ging nochmal ein Schild? Das ist halt genau das, was ich meinte, ne? Ich kann halt nicht suchen, ne? Das ist so ätzend. Mann. Ja. So geht ein Schild, lol. Okay. Ja, geil. Ja, egal. So, Eisenerze hier rein. Hopp. Das dann hier rein. Ja, jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.